Erkunde es noch mal ein bisschen. Flieg, mein kleiner Gyrokopter. Bereit zur Arbeit. Okay, von hier. Ihr habt mich noch nicht bekommen. Was ich hab ist? Noch einen neuen Mann hier dazu bekommen. Du baust hier auch noch ein paar Türme. Türme sind immer Ausbau wichtig. Abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Sehr gut. So, hier scheinen keine wilden Monster zu sein. Ach doch, hier. Wendigos. Wendigur Urtum. Okay, hier lang geht es zu den Untoten da oben und den Zwergen. Und hier lang geht es. Ist gebombt, Zentrale! Na? Ah. Okay, sie greifen wieder an. Das heißt, ich muss meine Leute da hinstellen. Ich stehe für das Licht. Sehr gut. Ja, so ein Aufklärungsding ist immer sehr praktisch. Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. So, die Schmiede ist auch fertig. Jetzt kann ich Schützen machen. Die ich auch unbedingt brauchen werde. Du hilfst ihm noch mit Türme bauen. Und in der Schmiede schön viele Sachen machen, damit meine Leute stärker sind. Und da kommen die auch schon. Wie ist der Flugplan? Na, los, hilf doch mit. Was braucht ihr? So, wo ist Muradin? Da ist Muradin. Greif ihn an, du! Oh, das Bodenschmettern ist ja mal richtig cool. Reparieren. Ist das ein Liech? Und der Liech hat jetzt ausgeliecht. Was ist? Ich höre immer noch Kampfgeräusche. Ach da, da ist noch ein Ghoul. Ich stehe für das Licht. Ich bemerk den nicht mal. Das war irgend so ein kleiner Drecksghoul, der sich Zugang zu meinem Lager verschaffen hat und einfach weitergekämpft hat. So ein böser Junge. So, ich glaube, ich habe einen Mann verloren, aber das ist ja nicht schlimm. Nicht so schlimm. Wollen wir noch ein bisschen Holz? Ja, ich glaube, Arthas, Muradin. Ihr vier könnt euch da verteidigen. Na, warte mal. Die hier werde ich zur Verteidigung hier lassen und ihr greift diese Wendigo-Dinger da oben an. Und ich brauche mehr Hilfe. Mal wieder. Mann, die schlafen doch eh nicht. Die arbeiten doch den ganzen Tag nur. So, ihr geht los und killt diese Wendigo-Viecher. Oh, und den sollte ich heilen. Für die Ehre. Sehr gut. Ausbau abgeschlossen. Aber erstmal nur dahin gehen, damit ich euch dahin schicken kann. Ach, das ist ja schon gleich hier. Ich glaube, ich gebe einmal nach Heiltränke dem Muradin ab. Was geht ab? Ich stehe ja, für das Licht. Ab. Ein solider so, Plan. Attacke. Muradin, nutz deine coolen Moves. Yeah. Das Bitch. Ist meine Stärke. Oh. Ich stehe für das Licht. Arthas, heilen, heilen! Obwohl, er kann gleich wieder sein cooles Auferstehungsding was? Machen, also scheiß was doch auf. Was? Hier ein neues Sägewerk machen. So, was haben wir hier jetzt? Ich stehe für das Licht. Muradin stirbt. Das will ich nicht. Wie? Ich glaube, der steht wieder auf, kann das sein? Ja. Ah, ich hasse Monster, die diese besondere Fähigkeit haben, dass sie wieder auferstehen. Das ist so nervig. Das Licht ist meine Stärke. Hab ich irgendwen verloren bis jetzt? Ich glaube nicht. Sehr gut. Oh, Ogre-Krafthandschuhe, die gebe ich Muradin. Eine Verbeugung ist nicht nötig. So. Natürlich. Dann hätten wir das auch geschafft. Dann geht ihr zurück zum Lager. Was braucht ihr? Fehler? Ja, das sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Ausbau zur Burg und jetzt hier diese beschlagene Lederrüstung. Mhm, und hier sind immer noch unsere schönen Schiffe. Und du hör auf zu verteidigen. Sieht ja albern aus. Ich bin geehrt. Für Lauderan! Richtig, für Lauderan. So, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Leute. Arbeit ist vollbracht. Und dann können wir da oben den Posten einnehmen und dann schlagen wir mal gar nicht so dermaßen in die Fresse. Das glaubt er gar nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen zu bauen? Ja, mein Lord. Nee, ich hab alles. Alles, was zählt. Was?
Einsatzbereit. Ich kann hier nicht bauen. Richtig. Machen wir noch ein paar mehr Höfe. Was braucht ihr? Ihr seid auch alle fertig. Wie geht es euch? Dich lasse ich mal lieber zum Stehen hier, damit ich immer sehe, wann einer kommt da oben. Damit ich immer das Kommen meiner Gegner vorhersehen kann. Aha. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da kommen sie ja auch schon. Abgeschlossen. Und schon habe ich Kosten. Scheiß drauf, ich werde sowieso gleich Leute verlieren. Gefahr? Dann gleich wieder diese blöden natürlich. Gargäule ankommen. Stärke. Du kriegst bestimmt doch mit deinem Hammer auch klein, oder? Langsam, was? Ja, cool, der trifft ihn mit seinem Hammer. Licht. Den da treffe ich auch. Was geht ab? Ich stehe für das Licht. Na los! Schieß! Das Licht ist meine Stärke. Oh Mann, das regt ein bisschen auf. Das ich glaube, ich sollte hier ein paar Türme hinbauen. So, drei von euch. Brauchen wir ein paar Freiwillige hier. Ich stehe für das Licht. Oh, irgendwie hätte ich es nicht einsetzen sollen. Ach, die waren beide schon gleich tot. Ich stehe für das ja, Licht. Meine Schützen sterben hier wie die Fliegen. Wir haben uns entsichert. Aber ich produziere sie auch schon wieder wie die Fliegen. Richtig. So, hier ein paar Türme wegen diesen blöden Gargoyles. Besteht etwa Gefahr? Ich glaube, ich gehe dann los und setze hier alle Schützen hin. Oh. Ich stehe für das Licht. Den sollte ich heilen. Eis ihr? Ich bin euer Schütze. So. Habt ihr ein Ziel? Ich glaube, gegen Gargoyles und anderes müsste das dann reichen. Ich stehe für das Licht. Machen wir hier noch ein paar Schützen für. Arbeit ist vollbracht. Ja, jetzt haben wir schon hier kaum Kosten. Ich hasse Kosten. Arbeit ist vollbracht. Machen wir in der Zeit lieber sowas hier. So, hier bauen wir die Türme aus. Perfekt. Ein super Gargoyle-Schutzsystem. Kaufen Sie es jetzt bei Ihrem Fachhändler. Das Licht ist meine Stärke. Nee, da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Ich habe hier noch einen, der nichts macht. Mach was. Besser Holzabbau. Bessere Gebäude. Panzerung kann ich gerade nicht einbauen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. So, das werden wir hier wohl schaffen, auch ohne irgendwelche extra ein solider Plan. Power-Dinger. Jetzt wird gerichtet. Ja. So, Leute. Da sind sie. Und werden immer noch von Untoten bedrängt. Los, verteidigt erstmal alle. Die Zwerge brauchen Hilfe. Ja, die Zwerge brauchen Hilfe. Ich brauche gerade auch Hilfe. Tötet alles und... Ja, das glaube nicht, dass das ein Problem jetzt wird hier. Keine Rettung mehr. Was ist nein, ihr greift da weiter an. Stehe für das Licht. Sehr gut. Tötet diese komischen Spinnendinger. Das Licht ist meine Stärke. Das ist hier diesen Ort, wo sie produziert werden. Eine Verbeugung ist nicht möglich. Du tötest diese Spinne da. Ihr greift den Ghoul an. Was braucht ihr? Ich stehe für das Muradin haut die Spinne da alle. Das Licht ist meine Stärke. Ich mach dieses. Was ist das? Eine Gruft. Da steht etwa mach die Gruft tot. Ich muss meine Leute heilen. Jetzt dieses Gebäude hier, denn das kann anscheinend schießen. Das ist ein Geisterturm. Und da oben ist noch einer. So, sehr schön. Ich stehe für das Licht. Und jetzt, ah gut, jetzt ausgebildet. Jetzt kann ich neue Gebäude entwickeln auch schon. Neue Gebäude entwickeln, neue Gebäude bauen. So, mein Gott. Besteht etwa das läuft ja gut. Für meinen Vater. Jetzt greift man die Nekropole an. Haha, das ist ein Wortwitz, weil es heißt eigentlich Metropole, aber weil das Nekromanten sitzt, ist eine Nekropole. Haha. Ich stehe für das Licht. Und schon habe ich wieder Kosten. Mehr Arbeit? Ach, scheiß drauf. Nein, den machen wir nicht. So. Was? Keine Kosten. Es ist mehr Holz erforderlich. Was? Ja, mein ach, das Lord? Holz hier ist alle. Nee, da ist schon noch genug. Richtig. Hab da wieder weiter. Forschung abgeschlossen. Ja, mein Lord. Werkstatt kostet 90. Ja, habe ich jetzt. Gut. Aber mal dahin. Schützen sind hier alle noch, gut. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Und das letzte jetzt von diesen Dingern hier, dann kann ich die Zwerge retten. Ja, ich habe doch kaum was verloren, glaube ich. Habe ich auch was verloren? Vielleicht ein oder zwei Leute, aber ich glaube, sonst nichts, nee. Das ist doch super. Dann kann ich ja gleich mal Garnis plätten.
Wie lange nehme ich dann jetzt schon auf? So eine Warcraft-Folge dauert ziemlich lange. Das Licht ist. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt in zwei Teile trennen soll. Wenn die eine halbe Stunde lang ist, dann werde ich sie bestimmt in zwei Teile trennen. Ich bin bereit. Aber wir werden es ja dann sehen. So, hallo Zwerge. Oh! Ja. Das ist ja mal geil. Dampfpanzer. Das sind schwer gepanzerte Fahrzeuge, die effektiv bei der Zerstörung von Gebäuden sind. Arbeit ist Arbeit. Das ist doch mal geil. 1, 2, 3, 4. Ja, cool. Gehen wir kämpfen. Jetzt haben wir noch einen extra Posten dazu bekommen. Mit ganz vielen Leuten. Oh, das ist ja cool. Da kann ich den Posten da oben ja gleich angreifen. Arbeit ist vollbracht. Oh, ihr seid es. Ja, mit den Schützen da unten sind das ja wohl genug Leute, würde ich sagen. Oh, sie greifen an. Ja, ich glaube, ich sollte mal kurz nach da unten. Wie ist der Flugplan? Die Schnellen zuerst. Das Licht ist meine Stärke. Und wenn man die alle zusammenschickt, dann sind die so lahm wieder. Hey. Oh ja, ich sollte vielleicht doch alle hinschicken, da ist nämlich ein Held. Lauf. Geht mal ein bisschen zurück, dann können euch die Türme ein bisschen im Schatten helfen. Aus dem Schatten heraus. Ja, die helfen mir gerade nichts. Mach den Helden tot. Was hilft ihm, den Helden tot zu machen? Ein solider Plan. Schuh. Und Muradin ist ein Level up. Avatar. Wenn Avatar aktiviert ist, erhält der Bergkönig einen Verteidigungsbonus von 5, einen Trefferpunktbonus von 500, einen Schadens... Ach, ihr könnt selber lesen. Er wird dann ganz doll stark. Sag das Zauberwort. Ich stehe für das Licht. Für einen Menschen seid ihr ganz schön Stärke. Langsam, was? Hat er mich gerade beleidigt? So, dann setzen wir mal alle unsere Leute dahin. Und dann geht die Party ab, würde ich sagen. Ich vermute mal, von hier aus kommt man da auch hin. Ja, das sieht doch gut aus. Hallo, ja, bewegt euch. Schon unterwegs. Dahin alle. Brav. Was? Du. Na gut. Der Goldmine sind jetzt 5, glaube ich. 3, 4, 5, ja. Kann ich also, ach, hier kann ich noch meine Zwerge ein bisschen stärker machen. Was ist? Ach, jetzt habe ich gar keine. Ah, Mann, jetzt habe ich gar keine Zauberin mehr gemacht und Priester. Ach, naja, in dem Level brauche ich das wahrscheinlich auch nicht. So, alle verteidigen. Was ist euer Begehr? Du auch. Sehr gut. Was geht ab? Ich stehe für das Licht. Was geht ab? Gute Frage, Muradin. Besteht etwa Gefahr? So, Leute. Ich bin bereit. Ich vermute mal, hier das wird Licht mal gar nicht seinen Stützpunkt Stärke. Haben. Wie kann ich dienlich sein? Macht mal ein bisschen hinne. Der Dampfpanzer kommt nicht hinterher. Besteht etwa Gefahr? Für die Ehre. Forschung abgeschlossen. So, ja, hier ist untoter Bereich. Ja. Tote Erde. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich bin bereit. Hier also muss sich mal gar nichts verstecken. Ja, sagt er. Mach das Lager dem Erdboden gleich. Auf sie mit Geblöde. Menschen seid ihr ganz schön langsam. Ich stehe für das Licht. Tötet diese Totenbeschwörer, die sind scheiße. Scheiße nervig. Ey, wo sind meine beiden? Was braucht ihr? Schießen und treffen. Nein, 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 noch nicht so weit ins Lager ran, Leute. Noch nicht so weit ins Lager. Für meinen Vater, von vorne nach hinten. Nein, 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 fuck. Ihr sollt weiter wie. Oh Gott, ist das ein Chaos. Mach da einen coolen Avatar-Zustand. Boah, der sieht ja jetzt cool aus. Ich glaube, ich krieg es jetzt nicht allein. Ach, diesen Ghoul tot. So. Da sind immer noch zwei Ghule. Jetzt ihr. Malganus. Wo ist Malganus? Ich sehe ihn nicht. Was ist euer Begehr? Besteht etwa Gefahr? Zeigt uns ein Ziel. Muradin, ich glaube, du sollst denen da oben mal ein bisschen helfen. Arthas, du auch. Und Auferstehung. Habe ich irgendwen verloren? Oh ja, tatsächlich. Ich habe ein paar Schützen verloren. Die ich jetzt alle wieder habe. Geil. Gut, alles weiter zerstören. Ja, die Helden chillen mal wieder am Rand. Was sind wir auch anderes gewöhnt von den Helden? Ja, die schwarze Zitadelle ist jetzt auch gleich weg. Die beiden Helden machen hier weiter. Du hilfst denen, du auch. Zwischendurch ein bisschen heilen. Ja. Und ihre komische verzauberte Goldmine hier. Verhexte Goldmine. Entschuldigung.
Und das sind ihre Akolyten, die jetzt auch dem Erdboden gleich gemacht werden. Ja, sieht aus, als würde ich gewinnen. So schwer scheint das Level ja gar nicht zu sein. Huch, wo bin ich jetzt? Fresst Blei! Hopsa, hey, lasst meine Mörsertruppen in Ruhe. Nimm das, du Penner! Das beleidigende Spiel hier. Ja, sieht nicht so aus, als hätten die jetzt noch eine große Chance. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ja, mein Lenzer. Gehen wir kämpfen. Ich stehe für das Uradin. Weiter dein Sand. Bam. Zeigt uns ein Ziel. Ja. Nein, ich hab das lächerlich. Ich muss erst noch diesen Turm da zerstören. Ja, noch geschafft. So, wo ist jetzt Maiganis? Nun dann, Moradin. Was treibt ihr denn eigentlich hier oben? Mein Freund, in dieser Gletscherwüste liegt irgendwo ein uraltes Portal verborgen. Es soll den Reisenden in ein geheimes Gewölbe bringen, wo eine Runenklinge namens Frostmourne wartet. Okay. Wir kamen her, um Frostmourne zu holen. Aber je näher wir dem Portal kamen, desto mehr Untoten begegneten wir. Prinz Arthas, wir haben keine Spur von Maiganis gefunden. Scheiße. Einerlei. Er kann sich nicht ewig verstecken. Captain, ich wünsche, dass ihr hier unser Hauptquartier aufschlagt. Ja, Milord. Mann, ich wollte jetzt eigentlich Maiganis plätten. Nun gut, das war das Warcraft Let's Play für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ciao.